Ich weiß immer noch nicht, wie ich Usha bekämpfen kann. Mag sein, dass ich den Verstand verliere, aber ich bin noch nicht so verrückt, mich ihr völlig unvorbereitet entgegenzustellen. Geben Sie dem richtigen Kandidaten Ihre Stimme.
Sie haben gute Arbeit geleistet. Usha ist zufrieden. Betreten Sie ihr Reich und sie wird Ihnen das Geheimnis der Tiefe offenbaren. Wo finde ich dich? Sie hat Ihnen doch von den Steinfingern im Garten der Toten erzählt. Sie ging davon aus, dass Sie das verstanden hätten. Kannst du dich nicht klarer ausdrücken? Garten der Toten? Meinst du damit einen Friedhof oder eine Gruft? Sehen Sie, Sie haben es verstanden. Da wir ohnehin schon reden, kannst du mir dieses Herumgelaufene nicht ersparen? Der Leib, durch den sie spricht, würde etwas hören, das nicht für ihn bestimmt ist. Und sie würde es vorziehen, ihn nicht töten zu müssen. Also gut, ich mache mich auf den Weg. Grüße Sie, guter Mann. Ich hoffe, die Angels sind Ihnen wohlgesonnener als mir. Ach, ich armer Tropf. Ist etwas passiert? Irgendwelche Danes haben Gräber auf dem Friedhof geschändet. Denn wenn ich die Leichen nicht bald finde, wird der Stadtrat davon erfahren. Aber wo soll ich nur mit der Suche anfangen? Ich werde gefeuert, das weiß ich. Dabei ist das der einzige Beruf, der zu mir passt. Mutti hat das immer gesagt. Ich kann Ihnen helfen. Leute zu finden ist mein Spezialgebiet, wenngleich Sie in der Regel noch am Leben sind. Oh, den Angels sei Dank, guter Mann. Ich werde mich bei Ihnen erkenntlich zeigen. Ja, das werde ich. Sie finden die drei geschändeten Gräber auf dem Friedhof. Ich habe sie gekennzeichnet. Ach, und Sie brauchen sich nicht die Kleidung schmutzig zu machen. Die Leichen bringe ich dann zurück. Sie müssen sie nur finden und mir dann sagen, wo sie sind.
Raymond war also nicht der einzige Besucher dieser versunkenen Grabstätte. Stimmt nicht mit dieser Statue. Sie hat überhaupt keinen Algenbewuchs. Joseph ist tot. Ich habe meinen Teil der Abmachung erfüllt. Erfülle du nun den deinen. Utz, Gezeichneter. Fragen Sie und sie wird antworten. Lassen Sie den Zyklus von vorn beginnen, wie Ihre Vorgänger. Was liegt unterhalb der Stadt verborgen? Erzähl mir mehr über die Ruinen. Es ist ein Tempel, ein Gefängnis, eine Wiege des alten Kauil. Eine dunkle Grube, aus der viele Stimmen ertönen. Sie wusste es nie genau, aber sie kennt den Namen. Kathigonar. Woher weißt du das? Sie fragte die Toten. Die Toten, die vor ihr kamen. Diese hatten auch einst die Toten vor ihnen gefragt. Und nun fragen sie sie. Das ist der Zyklus. Sag mir, wie ich in den Tempel gelangen kann. Sie müssen ein heiliges Siegel finden, den Schlüssel zu den Monolithen. Sie und das Siegel sind vertraut. Es wird ihnen gehorchen. Meinst du dieses hier? Ja, ja. Das Schicksal meint es gut mit ihnen. Und jetzt hören Sie mir gut zu. Haben Sie den großen Stein im Zentrum der Stadt gesehen? Er ist das Tor zu Xibalba. Wie kann ich den Wahnsinn aufhalten, der aus den Tiefen emporsteigt? Was erwartet mich dort unten überhaupt? Das werden Sie herausfinden, sobald die Zeit reif ist. Der Gezeichnete zu Ihrer Zeit stieg hinab in die Tiefe und Kathigonar schlief. Folgen Sie seinem Pfad und tun Sie es ihm gleich. Und kam er zurück? Nein. Du sagtest, dass es vor mir andere gab. Wer waren sie? Gezeichnete Männer, Frauen und Dinge, die ihnen vorangingen. Dieser Ort ist alt und doch existiert er noch. Warum nennst du mich Gezeichneter? Der alte Kauil hat sie berührt. Sie sehen mehr, spüren mehr und sind in ihrem Inneren mehr. Wie kann ich das Tor im Monolithen öffnen? Sie müssen nach einer Vertiefung suchen, die sich nach dem Siegel sehnt. Und das ist alles? Nein. Teile des Siegels fehlen. Sie brauchen drei Finger Kauils, die aus den drei Monolithen herausgewachsen sind, und müssen sie mit dem Siegel vereinen. Ich benötige also drei Teile, eines von jedem Monolithen. Kannst du mir zumindest sagen, wo die Monolithen sind? Sie weiß es nicht. Aber in jedem Zyklus versammeln sich die Feueranbeter in der Nähe dieser besonderen Orte. Finden Sie sie. Sie kennen die Antwort.
Ich muss also nur die Feueranbeter und damit die drei Finger Kauils finden, um das Siegel zu vervollständigen. Ich denke, es könnte schlimmer sein. Sie wünscht Ihnen die Weisheit, die Wahl zu treffen, die getroffen werden muss. Bitte gehen Sie jetzt. Sie muss sich ausruhen. Leb wohl. Ich weiß nicht, ob es möglich ist, aber ich hoffe, du kannst deinem neuen Leben etwas abgewinnen. Oh, sie wird es genießen. Aber dafür muss sie erst einmal ihr Aussehen ändern.
Das waren keine gewöhnlichen Grabräuber. Beyond the misery.